Und dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was laber ich denn? Das ist die erste Folge von Pokémon. Okay, ich kann da echt. Es ist schwierig, das anzufassen, aber sollte schon irgendwie klappen. So. Die erste Folge von Pokémon Ultramond. Meinst du Pia, der Junge? Ja. Halt, ich habe schon etwas vorgespielt, also wir beide. Ich sehe, du hast die anderen alle weggefegt. Doch hier endet deine Siegesserie. Na, schon Angst vor der Fähigkeit von meinen Rätern? Das wollen wir mal wieder sehen. Wahrscheinlich hat er wieder nur ein Pokémon. Ja. So eine Schlange. Aber Spoiler nicht. Okay. Mein Gott, nur der Nintendo-Shot ist jetzt nicht die Zuschauer spoilern. Nee, ich hab's schon gespielt, aber ich hab's vergessen abzuspeichern. Achso. Mit Rohr von Reitern. Das Reitern hat man eine giftige Spinne. Das ist gut, das ist zu. Stand zwar nicht, aber ich glaube, das ist wieder One-Hit. Oh, aber fast. Also, ich weiß schon mal, wie alles ausgeht, aber ich werde nichts spoilern. Als ob der macht nur 6 Damage und nicht mal voll viel Damage an ihm. Ja. Lol. Easy. Das macht doch gar nichts. Und er hat gesagt, er wäre der Beste. Tuna erreicht Level 9. Tuna erlernt Trugträne. Trainerhoffnung wurde besiegt. Nicht mal. Senkt der Angriffswert. Konnte dich am Sieg hindern. Aufgeben kommt für dich nicht in Frage, was? Zero gewinnt 384 Poké-Dollar. Ich wollte gerade schon wieder Punkte sagen, als ein Pocket-Dollar. Da war es ja einfach gegen ein Kaninchen zu gewinnen. Also zu die Fähigkeit mit Rohr senkt den Angriff des Gegners. Wer sich mit den Fähigkeiten seiner Pokémon auseinandersetzt, der hat seinen Gegner immer auseinandersetzt. Der hat sein... Ach komm, ich hasse das zu lesen. Also ihr könnt anhalten, wenn ihr was lesen wollt. TTM 01 Kraftschub. Oh, nice. Erklärung Nummer 1. Er lernt nur 2. Mit einer TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle eine Attacke beibringen. Oh, du hast gesagt, das Pokémon kann diese Attacke erlernen. Wenn nicht, Pech gehabt. Oh, fies. Erklärung Nummer 2. TMs kannst du so oft einsetzen, wie du willst. Sie werden nie aufgebraucht. Voll praktisch. Lolli. Oh, die Schulglocke. Ja, ich gehe doch jetzt nicht in die Schule. Achtung, eine Durchsage. Zero soll bitte in den ersten Stock kommen. Also wie ich wiederhole. Zero soll. Ja. Du hast doch hoffentlich nichts angestellt, weswegen du jetzt Ärger bekommen könntest. Könnte sein, ich doch nicht. Na, das kann nicht sein. Das habe ich auch. Ich bin doch weiblich. Ich kann keine Ärger anstellen. Das ist irgendwie sexistisch. Jetzt kannst du nach oben. Und da ist gleich die Lehrerin. Gegen der muss ich jetzt kämpfen. Aber mach erstmal an. Ja, danke für die ganzen Spoiler. Das weiß eigentlich schon jeder. Ja, okay, war auch im ersten Teil. War auch im Original eigentlich so, oder? Okay, deswegen. Ja, okay, dann. Sehr gut, Professor Kokui hat mir übrigens schon viel von dir erzählt. Du erlaubst. Er redet halt noch mehr. So viel redet meine. Ich wollte auch sagen, dass ein Pokémon als ein vornehmen soll. Wieso haben die alle nur ein Pokémon? Weil die dumm sind? Wir sind jetzt. Rob. Fuck. Ich hab doch gesagt, fuck. Ein Pokémon. Scheiße, Robert ist ja effektiver gegen mich. Ach komm, ich mach bestimmt auch viel Schaden. Vor allem ist ja... Oh. Hey, wie ist der Bildschirm auf der rechten Seite? Sind die in der Mitte? Keine Ahnung. Hast du überhaupt ein Ma? Wer was überhaupt? Hast du ein Wasser-Pokémon? Oder ein Pflanzen-Pokémon? Nein. Dann fang halt welche. Und das ist nämlich wichtig. Dass ich keine gefunden habe. Das ist immer ganz einfach.
darüber gesucht, aber es kam keiner. Bis. Oh, ist schon effektiver. Auf einmal. Weh! Ja, genau, macht der. Natürlich macht das so viel Damage. Ich hab's an Mauzi. Immerhin kann ich noch einen Damage machen. Ja, der ist fast tot. Was? Der greift nicht an? Hä? Es kann auch manchmal fehlgeschlagen werden. Also. Ja, oder? Aber also nicht treffen. Mauzi. Pack-Pack ist schlecht, Pack-Pack. Der kann ihn aber umbringen. Deswegen ist es doch scheißegal, weil wir haben immer den ersten. Wir dürfen nämlich immer als erstes. Ich nehme mal Schnabel. Das klingt nämlich, als wäre das angreifend. Ja. Siehst du? Aber als nächstes, wenn wir in die Stadt gehen, darf ich entscheiden, was sie anzieht. Ja. Ich glaube, wir sollten dann zum Pokémon Center. Willst du auch mal zocken? Du musst halt nur gerade halten, so. Ja, das kann ich. Okay, gut, dann mach. Dann mach's, weil ich gehe nämlich kurz pissen. Okay. Aber pass auf, dass nichts passiert. Ja, du musst jetzt 3DS halten. Ich weiß. Pass auf, dass du nicht das Tablet probierst. Ja, so viel dazu. Du berührst ja fast schon das Tablet, damit du Also, dann gehen wir jetzt zum Pokémon Center und dann kleiden wir uns um. Und kann jetzt bitte andere Musik laufen. Also, wir brechen jetzt noch nicht. Warte, wie lange geht's denn? Wir müssen es aber gleich abbrechen in 2 Minuten. Wir können ja einen zweiten Part machen. Okay. Ja, jetzt mach halt mal die Hantel bis mal da vorne. So, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und abonniert mich, wenn euch mein Content gefällt. Und aktiviert die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Bis dann, ciao, bis zum nächsten Part.